Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Bachelor-Konzert. Ist ja dann doch kein ganz normales Konzert heute. Ja, ich wollte mich erstmal, bevor wir überhaupt anfangen, richtig im Konzert, erstmal bei einer Prüfungskommission bedanken, die heute sich abends noch Zeit genommen hat, um meine Prüfung abzunehmen quasi. Vielen Dank. Das erste Stück war Absolutely Not von Jiggs Wickham, das ist ein Posaunist. Den habe ich übers Bujazzo, das Bundesjazzorchester, kennengelernt. Heute spielen wir viele Stücke von mir erstmal, aber auch von Leuten oder von ihm hauptsächlich. Das eine Stück, weil er in der letzten Zeit auch sehr meinen Weg geprägt hat und auch immer sehr ehrlich und auch teilweise hart war, aber das habe ich auch gebraucht. Das Stück habe ich im April mit ihm zusammen auf der See aufgenommen. Die erscheint im November, also schon mal vormerken für die Leute, die es interessiert. Das nächste Stück wird Turnaround sein von Ornette Coleman. Das muss ich nicht viel zu sagen. Ich glaube, das ist, wenn man es hört, klar. Thank you.
Das war Turnaround von Ornette Coleman. Ist ganz schön warm hier, ne? Finde ich auch. Als nächstes spielen wir ein Stück von mir. Das war jetzt das Stück Lovelit. Viel Spaß dabei. Thank you.
bisschen Luft wäre ganz cool. Ja. So, langsam wird es richtig warm. Wir kommen so langsam in Fahrt. Ich möchte an der Stelle mal die Band vorstellen. Und zwar einer, der hier ziemlich bekannt sein sollte und auch sein wird. Felix Langemann am Klavier. Und jetzt der Bassist, mit dem ich eigentlich so am liebsten fast zusammenspiele. Eigentlich am liebsten. Ist Konrad Noll. Ja, nee, es ist so. Es ist einfach mein Lieblingsbassist. Und am Schlagzeug, auf jeden Fall nicht zu vergessen. Wir haben schon einiges zusammen erlebt. Auf Touren im Jugendjazzorchester Nordrhein-Westfalen früher. Niklas ja auch nicht. Als nächstes kommen wir zum ganz besonderen Stück. Nämlich zu einer Ballade. Die Ballade heißt The Sound of Your Lovely Voice und ist eine oder ist gewidmet einer ganz bestimmten Person, nämlich meiner Freundin und bald Frau. Und jetzt geht's los. Also strengt euch an, ne? Bitte nicht hier. Thank you.
Ja, vielen Dank. So ein Bachelor-Konzert ist ja dann doch ein relativ besonderes Konzert, das man nicht unbedingt jedes Jahr spielt, sondern im besten Fall nur einmal, genau. Also ein eigenes Bachelor-Konzert. Ist schon auf. Und wenn das Studium so hinter einem liegt, weil ich habe jetzt 4 Jahre lang studiert, dann überlegt man sich schon mal, was da so alles passiert ist. Und dann fällt einem relativ schnell auf, dass man das gar nicht so viel alleine gemacht hat. Dass es da immer Leute im Hintergrund gab, die einem geholfen haben. Damit kommen wir jetzt erstmal zu einer kleineren, für meine Verhältnisse längeren Ansprache. Und zwar muss ich mich jetzt dann doch bei ein paar Leuten bedanken. Das ist erstmal meine Familie, die mich immer unterstützt hat, auch wenn sie mit der Musik nicht immer viel anfangen konnte. Das ist leider so, ich arbeite dran. Und über dieser Basis stecken dann halt immer auch Leute, die einem musikalisch geholfen haben. Und da kommen wir jetzt zu den Lehrern. Das waren ja einige bei mir. Da möchte ich anfangen mit Karl Herrlich, hier von der Musikschule. Ist er gerade hier? Da kommt er gerade rein. Karl, jetzt hast du es gar nicht mitbekommen. Ich hab gerade von dir erzählt. Natürlich. Schön unser Unterricht immer war. Also, Karl Herrlich, mein erster Lehrer. Dann ging es weiter mit einem kleinen Klassikblock bei Elmar Frei. Elmar, wo bist du? Dann leider auch ein paar Leute, die heute nicht hier sein können. Zum Beispiel Jörg Kaufmann, Wolfgang Engstfeld, Jix Wickham, auch ganz wichtig. Aber auch Leute, die hier sein können. Nämlich zum Beispiel Joachim Ulrich mit seinen netten Big Band-Phasen. Die immer ein bisschen außergewöhnlicher waren. Aber immer viel Spaß gemacht haben mit dir. Und natürlich Heiner Viberni, auch ganz wichtig. Aber ganz, ganz besonders wichtig ist einer, nämlich Claudius Falk. Ich hoffe, ich glaube auch nicht mehr. Das Schöne an dir ist, dass du immer so ehrlich bist, auch wenn dir was nicht gefällt. Das finde ich super. Aber meistens hat es dir ja hoffentlich gefallen, was du gemacht hast, ne? Und du hast nicht immer nur Konzepte, die gerade wirken, sondern immer Konzepte, die einem noch weiterhelfen. Auch für später noch. Wo man selber sich noch weiterentwickeln kann. Das fand ich bei dir ziemlich besonders und ziemlich erfrischend und schön. Und auch bei meinen Schülern, die mich dann durch den Unterricht immer angeregt haben, noch ein bisschen mehr nachzudenken. Teilweise über die Musik noch. Weil wir ziemlich viel und lange diskutieren immer in meinem Unterricht. Das ist auch mal ein Applaus wert für meine Schüler. So, und natürlich bei Jazz in Erftstadt, dass ich heute hier spielen darf und dass ich euch unterstützen durfte beim Aufbau vom Jazz in Erftstadt. Und bei Martin Ernst und seinem Team, die heute mit Film alles aufnehmen und das auch im Livestream im Internet zeigen und ausstrahlen. Ich habe noch eine kleine Konzertankündigung, die hat der Martin eben auch schon gemacht. In 2 Wochen die Erftstar Big Band oben im großen Saal unter der Leitung von Elmar Frei. Ich spiele auch wieder mit, oder ich spiele mit am Tenor. Falls es euch heute gefallen hat, gerne wiederkommen in 2 Wochen. Und wir kommen jetzt leider schon zum letzten Stück des offiziellen Blocks. Oh.
Das hängt nicht mehr von mir ab. Dann hängt es von euch ab, ob es weitergeht oder nicht. Jetzt kommt noch ein Stück von mir. Das Autumn Dreams. Hat mit Autumn Leaves nichts zu tun. Falls da jetzt irgendeine Assoziation erstellt werden sollte. Leider nicht. So schön schreibe ich dann doch noch nicht. We'll be right back.
So, ja, vielen Dank. Das war's im Prinzip vom offiziellen Teil her. Jetzt kommt der schöne Teil, die Zugabe. Nein, aus Spaß. Der andere Teil ist natürlich auch schön. Zur Zugabe. Ich habe 2010 mein erstes Konzert als Solist quasi gegeben. Das war noch in der Schützbar in Lippla. Und zwar war das eine Reihe, die Heiner Schmitz organisiert hat. Die hieß, wie hieß die nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Genau, Jazz at Schützbar. Jazz Miles and More, Jazz at Schützbar. Genau. Da hat es angefangen. Mit meinem Spiel quasi. Also der Name Heiner ist wichtig. Den sollte man sich merken. Vor allem für das nächste Stück. Das ist nämlich ein Stück von Heiner wie Bernie. Und wie schön wäre es eigentlich, wenn das auch Heiner spielen würde. Deswegen. Deswegen darf ich jetzt einmal Heiner Schmitz auf die Bühne bitten. Thank you.
Heiner Schmitz. Heiner Schmitz. So, vielen Dank. Eins haben wir noch. Felix Langemann und Niklas Jaunich konnten wir schon entlassen. Die haben jetzt schon Feierabend. Aber jetzt kommt dafür noch was umso Schöneres. Mm-hmm.